Herzlich willkommen bei der Earth Defense Force. Wir müssen die Erde vor den Insekten retten und das machen wir im Trio. Und zwar Sergeant Rumpel, Silbernitrat und The Mad Eye. Der Silbernitrat verzerrte gerade so ein bisschen. Oh. So, die Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mal eine andere Klasse spielen soll, teilweise. Ich werde jetzt mal einmal den Trooper und noch einmal den Tactical spielen, aber dann werde ich mich auf den anderen, auf den Battle-Typen konzentrieren, weil ich mag dicke Männer in Rüstungen mit großen Kanonen. Wow. So. Irgendwie musste ja sowas kommen. Ja, natürlich. Ja, klar. Klar. So. War ja logisch. Für. Oh hier, ich bin orange, ich bin orange, ich bin der Zitronenmann, ich bin hier, ich weiß nicht, ich sehe so aus wie so ein Verkäufer von der Capri-Sonne. Das will ich sehen. Ja, ich habe einmal eine Panzerfaust dabei und einmal eine Schrot. Als, Schrott? Ja, als Schrottflinte. Trooper, als Trooper. Ich habe den Rocket Launcher. So, dabei. Ich mach mal auf grün, ich schalte mal auf grün, schalte die auch auf grün. Ja. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Der Metternich. Ready. I'm ready. Hey. Roger. Oh, ihr seid gelb, orange und ich grün. Aber du bist so ein dreckiges Grün. Die Beastie Boys sind, warte mal, blau, gelb und... Guck mal, da hinten geht's los. Oh, blau, gelb. Ich glaube, wir sollten mal laufen, weil die kommen hier richtig... Ach, das sind ja sogar Kollegen hier. Wieso schießen die uns an? Können wir nicht als Beastie Boys gehen dann auch? Boah, meine Shotgun, die ist ja super. Bam! Rums, da sind aber hier das Ameisen zertreten. Ich habe übrigens den Sound, also die Schusswaffen, den Schusswaffensound jetzt probeweise mal sehr leise gemacht. Man hört den immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so häufig, weil viele Leute gesagt haben, das ist irgendwie nicht mehr so schön entspannt wie bei Trials, wenn wir miteinander reden. Weil da so viele Kampfgeräusche dabei sind. Das sollte jetzt anders sein. Dafür haben wir noch epische Musik im Hintergrund. Und ich bin fett aus der Hüfte am Sprayen. Am Sprayen tun? Das ist ja so ein typischer, so eine typische Redewendung oder Ersatzkonstruktion aus dem Rheinland, ne? Ich bin am irgendwas machen. Ja, ich bin am... Am Battleback machen. Am auf Autos drauf treten bin ich. Im Flugzeug. Dünger Silbernitrat. Alter, da ist der Riesenspinne. Siehst du die? Wo? Da! Seht ihr die nicht? Oh ja. So, er tritt nicht auf mich drauf. Bist du irre? So, ich bin schon dabei, die anzuschießen. Oh, ich hab ja die Sachen dabei. Die kleinen Dinger komm ich wegmachen. Bis dahin. Scheiße, meine... Meine Ammo reicht nicht aus. Die kleinen... Die Reichweite reicht nicht. Alter, der sieht aber ganz geil aus eigentlich, ne? Dieser sieht super aus. Ja, wie so ein Weberknecht. Ja, genau. Kann der nicht so richtig. Guck mal, ich kann auf das Flugzeug draufsteigen. Das ist bestimmt unser Flugzeug gewesen. Aber irgendwie mach ich dem nichts, habe ich das Gefühl. Nee, ich erreiche den mit meinen Plems schon gar nicht. Ich hole mir mal hier was zu futtern. So. Und die Kleinen, die kann ich nicht so richtig mit meinem Roboter, mit meinem Kampfroboter hier anschießen, habe ich das Gefühl. Das wäre jetzt zu langsam. Meine Pistole hat Auto-Aim. Wie billig ist das denn? Du musst doch grob in die Richtung zielen super. Und dann fliegen die Schüsse dahin. Aber der sieht ganz, echt ganz geil aus hier, der Typ. Kommt der auch, der Typ? Ah, da ist er ja. Ja, der über uns. Einmal drüber gucken. Ich glaube, ich muss den mit A schießen hier, da wo das Rot so blinkt. Der ist so wie so ein Pavian. So man wie nannte bei dir, ihn auch Pavian auch Weberknecht. Bitte, was hast du gesagt? Ich wiederhole das nochmal. Was? Nix? Ich hab's auch noch nicht gehört, sag nochmal. Wie bei Muttern oder was? Nee, hey, der Rumpel war gerade beim Arsch rot leuchten. Oh, ganz knapp daneben. Dammit. Kann ich eigentlich auch auf die verdammten Ameisen drauf treten mit dem Ding hier? Probier mal. Ja. Mach mal. Ja. So, da ist schon wieder so ein Raumschiff. Ist da? Ja, so ein Ah, oder? Oh, ah. Ja. Das war's dann. Oh, habt ihr eigentlich schon einen Special Move rausgekriegt hier mit Steuerung? Machst du einen Purzelbaum? Mit Steuerung machst du Purzelbaum? Das ja, nach vorne laufen, Purzelbaum. Ach, wie krass. Ausweichen. Das musst du einbauen, Rumpel. Man sieht deine Kamera. Du musst es machen, öfters mal. Das kommt gut.
Das zieht was weg. Das sieht da, siehst du geschickter aus, ja, beim Rennen. Ich weiß nicht, ich falle irgendwie so erst so hin, so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. das ist aber jetzt gar nicht so einfach mehr, ne? Das ist schwerer geworden, habe ich das Gefühl. Noch ah, warte mal, richtig, ich kann... Das Gefühl, dass mir großartig Lebensenergie verloren. Oh, Silbernitrat, ja. wie baute man nochmal die Dinger? Mit der rechten Maustaste. Ah, ach so einfach. Ach so, ja, das muss ich auch nochmal auswählen. Was kann ich denn mit meinem, mit meinem Trooper eigentlich machen mit der rechten Maustaste? Gar nichts. Gar nichts? Doch, bestimmt irgendwas kannst du machen. Voll die Low-Einheit, ey. Ich will auch was machen können. Was kann der denn hier machen? Was macht? Was kommt denn da? Oh, scheiße, warte mal. Zwei? Laser. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keine Lebensanzeige von den Gegnern haben. Man weiß nicht, wie lange man noch draufballern muss. Beziehungsweise man weiß gar nicht, ob man überhaupt richtig draufballert. Das ist das Problem. Da jetzt auf das Raumschiff. Ja. Denk mal eine Rakete. Ich habe hier so eher Silvester-Böllerei am Start. Das ist ja schön. Hast du China-Böller dabei oder was? Nö, hier so ein bisschen Raketen und so. Weil die Shotgun ist ganz geil. Die gefällt mir irgendwie. Der Meta ist schon halb tot. So ja, der Meta ist, der ist oft halb tot. Ja, weil irgendwie kommt nur ein grünes Licht, wenn ich die rechte Maustaste da drücke. Da aufs Raumschiff! Und dann rechte Maustaste und dann musst du 1 oder 2 oder 3 drücken. Um dann den dann. Entsprechenden... Ach so rum, ja alles klar, thanks. Geilo. Auf jeden Fall geht es hier ganz gut ab gerade. Achso, ich kann entweder oder nur machen, leider. So, ja, sollen wir mal das Thema an teasern? Teaser mal an. Wir haben ein Thema, und zwar von 3 Leuten wurde das vorgeschlagen. Wir sprechen immer noch von den Themen, die uns vorgeschlagen wurden, als wir Trials gezockt haben. Und zwar haben das vorgeschlagen der gute Ravens in the Sky. Der Replayer 0492. Und Corsanel. Corsanel. Und das Thema war, das passt ja auch total gut eigentlich gerade, extraterrestrisches Leben. Ja, nein, gibt es das nicht? Vollgas. Und der Mad Eye hat gesagt, er hat eine ganz abgefahrene Theorie. Nein. So abgefahren ist die nicht. Ganz normal, oder was? Ist die Theorie? Die Gedanken an einem Donnerstagnachmittag. Was kam da so für Gedanken? Das habe ich jetzt aber auch gespannt. Bin ich jetzt der Eröffnung? Ja, das mit den Außerirdischen. Ich glaube ja, dass wir die Außerirdischen, ich fange mal so an. Also ich glaube, außerirdisches Leben gibt es auf jeden Fall, aber unter Umständen in einer Form, die wir nicht begreifen können. Also wir sind ja irgendwie mit unseren 3 Dimensionen, wenn man die Zeit dazu nimmt in 4 Dimensionen, doch eigentlich relativ schmal unterwegs. Und ich glaube, da gibt es noch mehr. Und Außerirdische haben unter Umständen Lebensformen, die außerhalb unserer Wahrnehmung irgendwie und wir unter Umständen auch außerhalb deren Wahrnehmung sind. Worauf basiert denn diese Annahme eigentlich? Wie kommst du auf diese Theorie? Du bist wieder ein bisschen leise, Silbernitrat, kannst du ein bisschen näher ans Mikrofon? Dankeschön. Bitte sehr. Also eine Sache zur Erklärung wäre jetzt zum Beispiel, wenn du Größenverhältnisse nimmst. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Erde nimmst, weißt du, diesen Planet, und da kreisen andere Planeten drumherum. Ja. Und das Ganze befindet sich in einer Galaxie und das ist für uns kleine Menschlein so ein riesen Apparat, den können wir eigentlich gar nicht richtig verstehen, wenn man mal ehrlich ist. So, dann. Und meine Theorie stützt sich ein bisschen darauf, dass die Atome im Prinzip ja auch ein ähnlich aufgebautes System in sich sind. Was sehr, 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 sehr bemerkenswert ist, ne? Ja, was auch falsch ist, aber es macht nichts. Nein, es ist ja nur ein Beispiel. Ich mache ja nur ein Beispiel. Ja, passt schon. So, und wenn man sich jetzt vorstellte, dass auf so einem Atom oder auf so einem, wie heißen die kleinen Dinger, die ganz kleinen Dinger? Das Elektronen. Nee, ja, die Elektronenkerne. Neutronen. Nee, die haben so einen lustigen Namen. Hier, Rumpel, sag den Leuten... Pokémon! Pokémon! Die sollen das in die Kommentare schreiben, wie die Dinger heißen. Die haben einen lustigen Namen. Hoffentlich komme ich noch drauf. Das ist ein witziger Name. Quarks, genau. Ach so, scheiße, jetzt sind wir schon bei der... Wir können ja auch für die Trick-Theorie gehen. So ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn man sich mal so vorstellt, so ein Atom wäre halt eine Welt für sich... Dann, und da würden Leute drauf wohnen, nicht?
auf ja. den Strings. Die würden wir dann einfach auch nicht sehen, weil das zu klein ist für das uns. Das sind alles Musiker, die auf den Strings leben. Richtig. Genau. Da gibt es nämlich so, die Heavy Strings und die nicht so Heavy Strings. Also die Popper so, so und die meine Metaller. Theorie auf jeden Fall. Ich hole mir mal das Goodie da hinten. Hab's. Ja. Also noch No Strings Attached. Also deine Theorie, um das jetzt mal in der Nutshell zu sagen, ja. Würde besagen, dass es zwar extraterrestrisches Leben gibt, aber eventuell gar nicht in einer Größenordnung, die wir irgendwie wahrnehmen können. Meinst du das? Oder Dimension. Größenordnung oder Dimension. Also das mit den Dimensionen, da hatten wir ja schon mal irgendwann drüber gequatscht. Hatten wir? Wir hatten ja einmal eine Aufnahme gemacht, die leider abgebrochen wurde. Ach stimmt. Und da haben wir auch ähnlich über dieses Thema gesprochen. Oder über und da hast du das schon Thema. Widerlegt oder was? Nee, gar nicht, sondern der Silbernitrat hatte da über die Dimensionen geredet. Und natürlich ist das richtig, dass wir Wesen in drei Dimensionen sind und nicht Wesen in... weiß nicht, 10 oder wie viel gibt es? 11 Dimensionen? Was? Das gibt es. Damit die Stringtheorie aufgeht, braucht man seine 11 Dimensionen. Genau. Das bedeutet aber nicht, dass es sie unbedingt gibt, es ist ja nur eine Theorie. Deshalb heißt es ja Theorie, nicht, genau. Ja. Obwohl das. Oh, hier sind riesige Spinnen, ey. Die werfen Tarantel. Mit Autos um sich. Sind das Taranteln? Die sehen aus, eher aus wie Vogelspinnen, finde ich. Taranteln sind übrigens gar nicht so gefährlich, glaube ich, ne? Nö. Kann das sein? Es hieß doch, dass der. Richtig, von Slayer. Genau, der Gitarrist von Slayer von der Spinne gebissen wurde und daran im Endeffekt gestorben ist, an Leberversagen. Ja. Nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren? 3 Jahre später? Ja, 3 Jahre später. Der hatte erst noch eine richtige Operation hinter sich und so weiter. Ach so, echt krass. Ja. Ja, das ist ja, wenn, es gibt ja Viecher, die sprühen ja in das Blutsystem irgendwelche Blutgerinnungsmittel, damit man den Stich nicht merkt und so. Ja. Was ja auch übrigens den Stress ausmacht, weshalb sowas juckt oder so. Guck mal hier, was die Typen auch machen, die ganze Zeit machen. Die sind am Rotzen wie blöde. Und wenn das in unsere Blutbahn kommt und das grinnt und wenn... Aber wir sind ja die Earth Defense Force, wir sind ja schon immun dagegen. Weil wir schon so lange gegen riesige Insekten kämpfen. Ich weiß gar nicht, wir sollten vielleicht mal uns weiter bewegen und zwar dorthin, wo unser Zeichen der hier ist. Wo der Totenkopf ist. Stimmt, das ist eine gute Idee. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, hier die Stoppuhr anzustellen. Wieso erinnert ihr mich eigentlich nie daran, mal die Stoppuhr anzustellen? Schalte doch mal die Stoppuhr an. Danke. So, extraterrestrisches Leben. Ich finde ja diese Theorie, die du gerade aufgesetzt hast, mit diesen Dimensionen und so weiter, das, was, wenn wir von extraterrestrischem Leben reden, eigentlich, ne, dann sprechen wir ja meistens von Wesen, die, sag ich mal, vielleicht nicht unbedingt Menschen, also humanoiden Gliedmaße haben, aber doch irgendwie in unserer Dimension leben und mit denen man auch kommunizieren könnte und die wir mal irgendwie kennenlernen könnten und so. Und wie willst du jetzt haben? Und ein Interracial-Porno drehen könnten. Ach nee, das war was anderes. Mal kennenlernen. Ja. Babylon Sex, sozusagen. Nee, sowas, gibt es sowas? Ist sowas möglich? Das heißt also, gibt es Leben auf anderen Planeten in unserem, wie hieß es? Die Dimension mit uns teilen unbegrenzten würden. Universum, das aber endlich ist? Müssen wir denn eigentlich machen? Machen wir soll ich das sogar sagen? Oder? Ja, bitte, wenn du oder da was drüber sagst. Also ich glaube ja, schon allein die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas Ähnliches geben könnte, ist relativ hoch. Dadurch, ich finde auch, dabei schließe ich mich deiner Meinung an. Da wir in den letzten 50 Jahren festgestellt haben, dass nicht alles, was leuchtet, unbedingt nur eine Sonne ist, sondern vielleicht sogar eine ganz andere Galaxis. Und in der es dann wieder ganz viele Milliarden Sonnen gibt und wieder viele Planeten da. Und ich glaube, das ist jetzt eine... oben. Was ist da oben? Der Weberknecht. In der Weberknecht ist. Macht auf. Der der kackt Spinnen. Der ist ein Spinnenkacker. Oh, jetzt habe ich mich beinahe erbrochen. In Gedanken. Boah, aber die Spinnen sind echt widerlich. Entschuldigung. Ich finde die sehr geil. Ich mag ja Spinnen sehr gerne. Ja. Jetzt lass mal aber die andere Geschichte hören. Ich bin ehrlich gesagt, wie sagt man, ich klebe dir an den Lippen. Wie die abgehen manchmal, die Spinnen. Jetzt lass doch mal den Silbernitrat. Entschuldigung, ich sprach Warte. Achso.
Er hat das einfach die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, bei so vielen unvorstellbaren, wir reden hier von Billionen Sternsystemen, dass ich mir einfach vorstellen kann, Alter. Selbst wenn da nur ein Promille bewohnbar ist, wird es da auch Leben geben. Auch wenn die Wissenschaft natürlich noch nicht so ganz genau en detail weiß, wie Leben wirklich per se entsteht. Eines der großen ungelösten Geheimnisse noch, sage ich ja immer. Ey, ich weiß das. Du weißt das? Ja, ich weiß, wie Leben entsteht. Da muss man sich nackig machen. Ehrlich, wirklich, ist ohne Scheiß jetzt. Was Wo hat muss der ich Erste da anrufen? Gemacht? Dann erkläre ich den Wissenschaftlern das mal, wie Leben entsteht. Aber leider ist es so weit weg, dass wir mit unserer Technologie und auch mit der vorstellbaren Technologie, die uns zur Verfügung steht, niemals dorthin kommen werden, was sehr traurig ist. Naja, aber vielleicht ja die anderen. Ich meine, die Hoffnung besteht ja, dass sozusagen extraterrestrisches Leben so gut und so groß ist, dass die schon länger unterwegs sind als wir und vielleicht die Technologie, die wir nicht haben, dann irgendwie schon mal rausgehauen haben, meinst ja. du? Oh, die ganze Brücke ist weg. Ah, geil, du hast so Lenkraketen, ne? Ja, ja. Das ist cool. Ich kann übrigens mit rechts tatsächlich nichts machen, ne? Mit dem, bei dem Trooper. Bitte. Voller Billo-Trooper. Irgendwas musst du doch können. Ja, der kann ballern halt ohne Ende. So, ich glaube, wir müssen immer unter diesem Viech bleiben, damit wir da auch... Oh. Reinballern können. Ja, ich laufe jetzt mal einfach mit dem Viech mit, wenn ich das ja. kann. Allerdings jetzt geht's ist auf. Jetzt geht's auf. Ja. Allerdings ist es tatsächlich ja natürlich so, dass wir das, was wir in Man in Black oder so sehen, dass solche Zustände also sehr, 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 sehr unwahrscheinlich sind, auch wenn es schön wäre. Ich denke, dann spielt sich's doch eher so ein bisschen ab wie Raumschiff Enterprise. Aber es geht ja, ich meine, man muss ja auch mal sagen, wenn man jetzt auf dem Mars oder auf irgendwelchen, ich meine, das kommt ja immer mal wieder hoch, die Diskussion oder vermeintliche... Das ist ein dicker Typ. Hinter Mad-Eye. Vermeintliche Beweise gefunden, dass auf dem Mars irgendwelches mikrobisches Leben stattfindet. Das wäre ja. natürlich schon auch eine Sensation irgendwie, oder? Also ich finde erstaunlich, was man ja auf der Erde schon finden kann mit den... man hat immer gesagt, ja genau, Leben braucht auf jeden Fall Sonne und sonst geht sowieso schon mal gar nichts. Und da gab es jetzt zwei Beispiele in den letzten Jahren. Einmal so ein Bakterium in einem See in Südamerika, meine ich. Ich lasse mich gerne verbessern. Ich kenne diese Schwefelbakterien, die unten in höchster Temperatur irgendwie im genau das, großen Graben. Das sind diese bei diesen, wie heißt das, schwarze Raucher, wo die quasi an solchen unterirdischen heißen Quellen leben. Aber was, wo ich noch hinauf wollte, ich weiß aber nicht mehr, wie sich das weiterentwickelt hat. Deswegen bin ich nicht mehr ganz auf dem neuen Stand. Nein, ich bin tot. Was, du bist tot? Ich bin tot. Wo liegst du denn? Ich lieg beim dieser Heino. Ja, der Heino, der und die Spinnen, die haben mich jetzt irgendwie platt gemacht. Dankeschön, Silber, die Draht. Sehr gern geschehen. Komm nochmal für den Tee vorbei. Alter, geht drauf, ey. Das Drecksvieh. Genau, diese Bakterien, die hatten statt Phosphor in der RNA bzw. DNA, hatten die Schwefel eingebaut, wenn ich mich jetzt da nicht vertue. Also waren quasi anders aufgebaut von Grund auf, also nicht ganz anders. Letztendlich hat der Code schon noch gestimmt, aber sozusagen das Gerüst des Codes war anders. Und das fand ich dann schon mal sehr interessant. Und natürlich auch dieses mit diesen schwarzen Rauchern, was du schon gesagt hast, dass da in der Tat nicht nur Bakterien leben, sondern in der Tat auch Krebse und auch Fische, genau, die so ganz genau. weiß sind. Und ich finde auch, also gerade die Abwesenheit von Licht ist ja schon das erste Mal erstaunlich gewesen, oder? Ja, also die Abwesenheit von Licht, dass es da auch Leben geben kann, und zwar komplette Abwesenheit in der Dunkelheit so. Und diese phosphorizierenden Viecher aus der Tiefsee sind sowieso höchst faszinierend, finde ich. Finde ich auch. Aber als Chemiker, ja. Also ich meine, ich bin ja kein wirklicher Chemiker, aber mir schien das immer irgendwie suspekt, wenn jemand sagte, ja, eigentlich kann es Leben nur mit H2O geben. Ja. Und ich dachte mir immer, das kann eigentlich nicht sein, weil die Chemie wird bestimmt Mittel und Wege finden, auch andere Stoffe irgendwie zu verarbeiten und daraus irgendwas anderes zu kreieren.
Bist du da derselben Ansicht oder eher sagst du auch H2O, also Wasser ist unglaublich wichtig und ohne das gäbe es auch kein Leben, das heißt also auch kein extraterrestrisches Leben? Ja, das ist natürlich immer die Frage, was kann sich der Mensch vorstellen und was ist die Wirklichkeit? Weil der Mensch kann sich ja oftmals die Wirklichkeit nicht so richtig vorstellen, wenn man so, ja. Ja, das ist die Frage ist überhaupt, was ist die Wirklichkeit? Ne? Ja. Das ist schon mal die erste Frage, weil wenn es tatsächlich 11 Dimensionen gibt, dann leben wir nur in einem Viertel der Wirklichkeit, den nehmen wir dann wahr sozusagen. Aber sagen wir mal so, ich glaube, das Leben, das wir uns heute, was wir so sehen, und was, das ist halt auch das Einzige, was wir kennen, das wäre sozusagen ohne Wasser nicht möglich gewesen. Ja, das ist richtig, aber es gibt Leben, das auch ohne Wasser existieren kann, oder nicht? Nein. Also oder beziehungsweise mit sehr, sehr wenig Wasser, ja. Ja gut, also Bakterien und Viren können in der Tat auch im luftleeren Raum überleben. Kurze Zeit, gehen aber meistens in so eine Stasis. Sprich, die machen dann erstmal nichts mehr, können dann aber wieder erweckt werden. Aber sozusagen richtig aktiv am Leben teilnehmen, sag ich mal, ist da Wasser schon sehr wichtig. Das heißt also, good job. Was? Good job. Die große Spinne ist weg? Was? Wie? Wo ist sie weg? So was. Warum ist sie weg? Ich sehe sie nicht mehr. Schiss gehabt. Das heißt also sowas wie irgendwelche Bakterien, die auf Mondasteroiden oder irgendwelchen anderen Gesteinen irgendwie auf die Erde gekommen sind. Sowas ist Science Fiction, sowas kann nicht Wirklichkeit sein. Ja doch, wie ich schon sagte, es gibt auch so ein kleiner Einzeller, ich glaube die heißen Bärchen, Wasserbärchen oder sowas komisches, die wirklich ewig lange in ganz krassen Bedingungen in echt? Anführungsstrichen überleben, aber sicher, erst... dass das jetzt keine Kindersendung ist, von der du gerade sprichst. Nee, wir heißen... Mir fällt der Name nicht ein. Die Wasserbärchis. Ja, so ähnlich heißen. Genau. Und die können dann nach ganz langer Zeit wieder erweckt werden, in Anführungsstrichen, wenn du dann wieder Wasser drauf kippst. Crazy. Also, sind dann aber quasi in einer Stasis, wie man das aus Alien kennt. Ja, genau, aber Stasis... Oder aus dem Yps-Heft. Stasis bedeutet ja trotzdem, ich meine, dass man Leben anhalten und dann wieder anwerfen kann, ist ja genauso erstaunlich im Endeffekt. Ja, aber ist es dann noch Leben oder ist es dann quasi, bist du schon irgendwo zwischen Leben und Tod? Weil es gibt ja keinen... Letztendlich definiert man ja Leben als Stoffwechselprozess. Wenn der nicht stattfindet, sagt man eigentlich, man ist... Tod oder halt Gestein oder irgendwas anderes. Vielleicht müssen wir da aber auch unsere Definition von Leben wieder abändern. Vielleicht ja, das meine ich ja. Der Mensch weiß halt noch nicht alles. Ein höchst interessantes Thema, auf jeden Fall. Extraterrestrisches Leben, ja oder nein? Abschließende Worte dazu? Ja. Ich bin auch der Meinung, dass ja. Ich glaube auch, aber dass es nicht unbedingt die Form hat, die wir jetzt aus Science-Fiction-Filmen kennen oder erwarten. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwas sein, was wir noch uns gar nicht ausgedacht haben. Das spricht ja für meine Theorie, die ich ganz zu Anfang stellte. Ja. Ja. Nicht wahr? Ja, aber das Atom, das du beschriebst... Das ist nur ein Beispiel! Das ist doch nur ein Beispiel! Ja, aber es ist nicht so, dass da so kleine Teile um... Da keine kleinen Menschen wohnen mit ganz so kleinen putzigen Gehirn. Das ist nur, um das besser verständlich zu machen. Aber und ganz kleinen traurigen Kuhäuglein. Wahrscheinlichkeitsräume von Elektronen. Die werden ja alle magnetisch. Nein, das sind ja so nicht. Die sind ja auch, du kannst ja darauf einwirken, wenn es magnetisch ist, das Element. Beziehungsweise wenn der Spin des Elektrons stimmt, dann kannst du es auch. Aber ist das nicht auch im Endeffekt eine Theorie? Ist das nicht dann irgendwann so, dass man auch, kann das nicht auch theoretisch sein, dass jemand wieder, weiß ich nicht, statt der Stringtheorie eine andere Theorie aufstellt und die passt plötzlich noch besser? Weil es damals, als die Stringtheorie aufgekommen ist, da wurde doch auch dieses Atommodell auch wieder so ein bisschen in Frage gestellt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja, das wurde schon vorher in Frage gestellt, letztendlich mit dem guten Heisenberg, wo man... Also es besteht so eine geringe Wahrscheinlichkeit, liebe Mad-Eye, dass du recht hast. Eine geringe, aber eher unwahrscheinlich. Die Atomen sind, die ganz kleine Gehirne und ganz kleine putzige Kuhäuglein haben. Ja. Und mit Untertassen fliegen. Aber ich glaube, bei Men in Black
murmeln die doch dann am Ende mit so großen Murmeln und da drin ist dann das Universum. Ja, stimmt, genau. Genau. Ja, stimmt. Das ist ja genau das. Genau das. Ich glaube, wir müssen noch mal ein Thema machen über UFO-Sichtungen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Oh ja, das stimmt. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von extraterrestrischem Leben haltet. Ihr könnt auch gerne mal Empfehlungen für gute Science-Fiction-Filme, wo sowas irgendwie thematisiert wird, reinschreiben. Natürlich nicht die offensichtlichen wie Alien, weil die kennen wir natürlich auch alle. Aber vielleicht gibt es ja da noch ein oder zwei versteckte Perlen. Und ja, warum nicht? Würde ich mir gerne dann mal an. Ich mir auch. Ja, bitte. Insofern habt einen schönen Tag und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Earth Defense Force. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mm-hmm.